Gagadi Gagagi. Und damit sagen wir hallo und herzlich willkommen bei Stardew Valley. Mittlerweile an Tag 13. Heute ist die sagenumwobene Eierfeier. Und die bestreite ich nicht alleine. Ich habe wieder den Lumpy mit dabei. Hallo, die Eierfeier. Ja, es tut mir leid, habe ich aus Far Cry. Die sagenumwobene Eierfeier. Ach so. Testicle Festival auch genannt. So, ja, Post. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. An Mario, wie geht es dir, mein Schatz? Ich vermisse dich so sehr, seit du weggezogen bist. Mir scheißegal. Ich hoffe, dein Landleben ist genauso, wie es wäre. Ich habe einfach die Kekse rausgenommen. Du bist so wahnsinnig, hast du ja schon die Überraschung vorweggenommen. Ja, was? Die siehst du doch schon, die Kekse. Alles Liebe, Mama. PS, ich habe dir deine Lieblingskekse geschickt. Kekse. Also, Kekse. Kekse kommen in die Box, Kekse. Komm in die Keksbox. Oh, ein Blumenkohl. Putz, Jürgen, habe ich den Blumenkohl. Habe ich den richtig hart rausgerupft. Alter, ich hab's nicht mal gesehen. Du Lump. Willst du mal einen richtigen Blumenkohl sehen, Junge? Ich habe jetzt zwei Magnetringe dran. Ich nehme jetzt alles auf, Alter, alles. Richtig hart abgegossen. So kann man es natürlich auch nennen. Boah, ich habe heute erstmal richtig hart abgegossen. Ich hab kein Wasser mehr. Ah! Ja. Wollen wir da wieder Blümchen einpflanzen hier oder was? Ne, freilich. Haben wir doch Dünger? Freilich. Na, pass auf, ich nehme den Blümchen. Wenn wir alles so viel hätten wie Dünger, Junge. Was ist denn der Dünger, Junge? Hast du Dünger? Nö. Oder ich hol Dünger. Ja, fest hatten wir schnell. Ja. Wir haben doch Zeit. Wir haben Zeit. Ich muss da hin. Warte, ich baue dir den Dünger. Zack, ein gedüngert. Voll ein abgedüngert. Jawohl. So. Was ist ja schon glücklicherweise. So. Bin gleich soweit. Du bist gleich soweit. Ich muss auch mal kurz das Lied skippen. Das ist ein bisschen creepy Atmosphäre hier. Creepy Atmo. Ich nenne es Krabmo. Krabmo. Haben wir schon Blumenkohl weggesaved? Nee, wir haben noch gar keinen Blumenkohl weggesaved. Doch. Jetzt anscheinend ja schon. Eier, Feier. Guck mal, was da ist. Putz, Junge. Oh, komm mal mit, ich will dir mal was zeigen. Cool, oder? Was ist denn hier los? Und pass mal auf, was hier passiert, Junge. Das ist der eigentliche Grund, der Bus, der ist nämlich gar nicht kaputt. Hier ist nur eine Schranke. Mitten im Tunnel. Warum? Weiß ich nicht, wer auf die Idee kommt, mitten im Tunnel eine Schranke zu bauen, welcher voll Idiot. Die wollen es ja nicht weglassen. Ja. Teile Tüllmäßig. Moment, hier hat einer richtig hart gebremst oder so. In Wirklichkeit ist das hier bestimmt wie bei den Simpsons oder so. Hier ist so eine Kuppel ringsrum. Ja, so. Ja. Eierfest, Eierfest. Hallo, was kann ich mit dir? Plüschhase. Riese, ein Rasenflamingo. Oh, ich versuche den Rasenflamingo zu kaufen, ne? Rasenflamingo? Mhm. Ups, jetzt habe ich ihn aus Versehen gekauft. Oh. Guck mal, hier ist der Hobo, Linus. Aha, ich bin Linus. Keiner redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Ich habe tatsächlich das eine Mal, habe ich mir den Plüschhasen gekauft. Musst du hier sowieso noch mit einem, mit wem muss ich noch hier reden? Ja, Abenteuer-Dude. Mit wem muss ich noch reden? Mit Maru habe ich noch immer noch nicht geredet. Hallo Maru. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte, dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tag. Die Maru, die irgendwie sehen die alle besser aus mit diesen Porträts, guck mal, die wir jetzt haben. Guck mal, wer mir noch fehlt. Du hast alle. Nee. Hä? Nein? Mir fehlt der Shopkeeper. Ach. Ich glaube, ja. Jo. Aber ich habe mit Maru gerade angeredet und die hat nicht mit mir gesprochen jetzt. Das Problem ist, ich komme ja nicht an Pia ran, ne? Doofe Maru. Bei mir fehlt da
So wie Eierling Girl. Pam. Ich habe den Punsch etwas aufgebessert. Ha. Alter. So. Marlon, der sieht auch krass aus wie so ein Adventure-Dude. Hobby. Jody ist auch ganz hübsch. Was, Jody? Ja, bei Emily. Wo bist denn du überhaupt? Ja. Was sind die da? Alter. Jody. Ja, aber die hat schon Kinder, Alter. Die überlegt das zweimal. Was? Wen magst du? Emily. Die hier? In Blau? Ja. Na dann? Ich mag der Bild. Hier, die mag ich. Die da? Ja. Ja. Es ist die da. Oder die da, die da. Ich kann die gar nicht mehr ansprechen. Oh, Elliot. Haley schon gesehen? Ja, Haley habe ich auch schon gesehen. Die sieht gar nicht, ne? Sieht denn Omi jetzt eigentlich aus? Omi sieht cool aus. Was ich mit Lea mache, siehst du nicht, ne? Nee. Das sehe ich nicht. Ich sehe nur, dass du dahinter stehst. Worüber sind denn alle so glücklich? Oh, guck mal. Grumpy George sieht jetzt gerade nicht mehr so grumpy aus. Zeig mal. Eier? Warum Eier? Stimmt. Viel freundlicher. So. Nicht schade. Meinst, oh, wie sieht Gast jetzt aus? Gast sieht auch geil aus, Alter. Oh, ich wette mit dir, der die meisten Eier findet, bekommt einen Strohhut. Ich wette mit dir, genauso ist es. Wir teilen uns auf, ich hier runter, du gehst hoch. Ja, okay. Alter, wie ganz ruhig, Kinder, ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Sind alle bereit? Sind alle bereit? Warten auf andere Spieler. Lass die Eiersuche beginnen. Alter, Lumpy, Junge, du hast Frühstart gemacht, du Sack. Ist der voll abgezogen, schon bevor es überhaupt losging? Klar, es geht um Eier. Ey, was machst du hier unten bei mir? Mach dich ja hoch. Ich sag's dir. Hä? Ich hab dich gesehen, mein Freund. Das ist mich so. Ja. Ich will nicht die Rückseite von dem Louis Auto. Naja, siehst du, sag ich doch, du bist bei unten bei mir. Mach dich ab. Ich sag's dir. Ich muss doch auch Eier wilden. Nein. Komm nicht an das Ei in dem Auto. Das ist richtig fies. Da ist noch eins. 5, 4, 3, 2, 1, mein! Scheiße, Mann, ich hab bloß 7 Eier. Wie viel hast du? Wie viele Eier hast du? Ich hab eins mehr als du. Oh, scheiße. Und wenn die Kleine mit der grünen Schleife kriegt? Schaut euch mal all die Eier an. Wenn ihr euch Kinder dazu kriegen könnt, Müllsoffizier noch zusammen hätten wir dann so aus der Stadt. Wow. Und jetzt der Gewinner. Mario! Hey, hier ist der Preis, hier. Alter. Ich will jetzt aber auch sehen, dass du dir den Hut aufsetzt. Du musst mit dem Hut dann noch rumrennen, ne? Mario. Na ja, hoffentlich. Den habe ich mir hart erarbeitet, mein Freund. Hä, hast du Silber hergestellt? Nee, ich habe Quarz gebrannt. Raffiniertes Quarz habe ich jetzt. Wir sind nämlich sehr raffiniert. Mhm. Und jetzt gehen wir ins Bett, oder? Gibt nichts mehr zu tun, wa? Nicht wirklich. Schon ganz schön spät jetzt nach der Feier. Mhm. So. Hey Mario, ich gucke noch Wetterberichte. Wetterberichte sagte morgen leichte Brise, erwartet eine Menge Polen. Pollen, nicht Polen. Gehen bitte, gute Nacht. Gute Nacht. Danke, ja, Kark. Nicht viel passiert am heutigen Tag? Nee. Haben wir nicht viel gemacht, nicht? So. So. Los geht er. Stellt er den Flamingo auf meine Terrasse. Was ist sowas von? Ui! Nee. Ich ernte. Ich bin der Abstauber, Junge. Kartoffel. Sammle mal deine Kartoffeln und die werden so was. Ups. Ah,
hardcore-mäßig gegossen, sag ich dir. Richtig hart gegossen. Jetzt schon ein bisschen ab. Zack, zack, zack. Und den noch und das noch und jetzt er noch so, und dann sind wir fertig. Ich habe ja noch viermal Blumenkolonzies. Ne, dreimal. Ich werde mal noch ein paar Bohnen aufheben. Die kann ich mir Pierre schenken. Gesundheit. Ja, man, die haben ja gewarnt vor Pollen. Aber ich habe nicht drauf gehört. So. Wann macht Pierre auf? Hast du eine Idee? Um 8 macht er auf. Ich würde sagen, gehen wir doch mal schnell zu Pierre, dass ich dir noch von der Seite dumm anquatschen kann. Oder macht erst um 9 auf? Weiß es nicht genau. Neuer Auftrag. Gesucht, Schleimjäger zum Erlegen von 6 grünen Schleim in der örtlichen Mine. Belohnung. So, jemand, der 20 Kupfererz bringt. Mach erst um 9 auf, ich bin doof. Na, dann warte ich noch. Ja, geh mal in den Mülltonne treten. Ja, vor Wut, Alter, vor Wut. Krass aus. Ich weiß, dass man von Pierre, wenn man ein bisschen mit ihm befreundet ist, nämlich, dass der dann einen Brief schickt mit einem Rezept. Ja, yeah. Jetzt habe ich alle. Schenk dir mal eine Bohne. Das ist wirklich nett von dir, ich mag das. Nee. Sag die Bohne. Ein Junge, krass, Alter, ist ja richtig krass. Macht jemand ein Geschenk? Warte mal, hier, ich brauche mal eine Olle, der ich eine Blume schenken kann. Wo finde ich ihn? Weiß ich doch nie. Die blaue Haarige, ja, die ja. Wohnt hier im Saloon, also die arbeitet da ab 12. Ja, guck mal, hier liegt so eine Weinbuddel draußen. Eine Weinbuddel? So, ich geh jetzt mal hier ins Museum. Krasser Hut, Alter. Hallo, euer Museumswärter. Und noch den Stein hier hin, zack. Earth Crystal. Earth Crystal Map. Na, wird er langsam hier. Ist doch so viel Platz, wir können auch ganz viel spenden. Wir müssen 60 Sachen spenden. Dann gibt ihr uns nämlich, glaube ich, einen Schlüssel für die Canalization. Canalization? Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt in die Mine zum Zwerg gehen? Der sagt dann. Cool, ich hab Brot gefunden. Was macht der? Blablabla. Das hört sich an wie der Boss von Gungans. So, ich geh jetzt mal, ich geh zur Adventurer Guild, ich verkaufe meine Schuhe. Adventurer Guild? Wo waren die? Wie komm ich da hin? Ich weiß nicht. Die ist oben neben der Mine, rechts neben der Mine. Oh, hi. Ah, komm, hi. Theoretisch könnten wir nochmal in die Mine reinstratzen und nochmal ein bisschen hauen. Nee, können wir nicht, weil ich kein Schwert dabei habe. Achso. Aber ich habe immer ein Schwert dabei. Man weiß ja nie, wie man sich verteidigen muss. Hallo, Hobo. Ich hoffe, wir können da jetzt mal langsam reingehen. Sollten wir eigentlich auch. Nur für Abenteurer. Hey, bei mir steht, ist verschlossen. Ein von 10 grüner Schleim. Wieso habe ich nur einen von 10? Weil ich den Rest klar gemacht habe. So, dann gehe ich jetzt in die Miesen und hau noch ein paar Schleime. Ich gehe auf Etage 5. Nee, ich gehe. Ich gehe auf Etage 5. Und dann gucken wir, ob wir vielleicht eins zu unten gehen. Ich habe was für dich. Guck mal hier. Oh. Willst du jetzt hier die Leute mit dem Baguette gar schlagen? Nein, ich zeig das hier immer hoch. So, das. So. Ja, war ein bisschen blöd. Ich hätte Werkzeug nicht mitnehmen müssen. Aber egal. Ich will jetzt nicht draußen alleine rumstehen und Selbstgespräche führen. Naja, ist in Ordnung. Vielleicht finde ich ja noch hier meine 20 Kupfers. Das Brot ist dann im Endeffekt für dich, falls du jetzt hier an der Erschöpfung leidest. Ich war ja schon fleißig hier unten. Ich bin dein Träger. Ach, Scheiße.
Oh, ein Dick da. Chiapa, dein Chiapa? Heißt das Chiapa? Die Typen, die an den Hof landen in Bolivien? Ja, ich glaube. Wie habe ich den hier platt gemacht? Scheiße, jetzt muss ich ja noch buddeln. Buddel. Oh, da ist noch ein Dick da. Hau dir einen rein, Junge. Cherry Bomb. Ach, du hast aufgesammelt, das ist gut. Ja. Zu den Knauer. Ich habe hier was. Komm her, hier den Scheiß. Komm mit, hab ich was gefunden. Au. Ja, ich habe die Cherry Bomb eigentlich gezündet, weil ich dachte, ich finde den Ausgang, aber da warst du wahrscheinlich schneller. Das macht ja nichts. Seit ich die gelegt habe, hast du, glaube ich, da gerade Kaffee knüppelt. Arzt, Junge, habe ich den Schleim weggehauen. Gut, da oben ist ein Platz und da oben ist ein Amethyst. Amethyst. Armer Hustler. 1, 2, 3, 4, 5 Mal habe ich drauf gehauen. Ah, da ist nichts drin gewesen, das ist ja ganz schön scheiße, ey. Wutz. Sind die ganzen Schleime hin, die Assis? Hätten wir nicht eine Etage, wo nur Schleim war? Ja, ich glaube, die kann sein, dass die vielleicht nur ein einziges Mal auftaucht oder so. Oh, perfekt. Ich komme runter, du bist schon völlig hier am Kupfer klatschen. Ja, Kupfer ist gut. Kupfer ist gut, Kupfer ist fein. So wollen wir Zwerge sein. Hau ab, du Schleim. Ah, wenn ich dich boxe, hast du zu sterben. Mach dir Licht, meine. Ich habe schon 17 Kupfers. Sehr gut. Dann kann ich nämlich morgen zu Clint. Dann kann ich ihm sagen, hier, Junge, du wolltest Kupfers. Da hat er eine Alge verloren. Vor Angst. Au. Das Witzige ist, bei mir kämpfst du. Du machst immer nur einen Schlag und die restlichen, die sehe ich gar nicht. Echt? Ja, aber. Inventar voll. Na ja, gut, okay, dann wie viele Schleims habe ich jetzt getötet? Warte mal. Ich muss noch 4 Schleime kaputt machen. Ja. Kannst du mal wegsnacken. Kannst du mir auch was rausschmeißen? Ich habe ja noch einen Platz hier. Dankeschön. Essen? Yeah. Oh, geil. Mega gut, Sir. Huch. Ach ja. Wo ist jetzt diese doofe Trevor? Trabby. Da. Tada. Schleim. Stirb. Beschütze mich, Luigi. Ja. Ich bin die Welt von dir. Er hat Befehl. Da. Wo sind Schleimtoten? Drüben ist so ein Schleim hier? Ja, das nehmen wir alles noch mit. Ich könnte ja theoretisch meine. Komm her hier. Komm her hier. Schnell, es kommt. Ja. Ja, nehmen wir mal deine Attacke. Ich könnte ihn hier rauswerfen. Aus irgendeinem Grund. Also. Schade. Da unten ist schon mal die Trapper. Schön den Stein. Oh, das hab ich ja gesammelt. Stimmt. Okay. So, Trapper. Warte mal, ja, Trapper. Treppi. Ich glaube, hier waren wir auch nicht viel Glück haben. Nee, hier sind wir schon wieder zu weit oben. Gibt's schon wieder nur Scheiße. Oh, da drüben ist was zum Sammeln. Nimmst du das Quarz weiterhin mit? Ja. Jo. Zack, auf Crystal. Nice, den hab ich gar nicht gesehen. Oh. Ih, es fängt an zu stinken. Hä, wer stinkt? Bei mir ist es grün geworden. Hä? Oh, oh. Achtung, Fliege! Fliege! Lass uns zum Ausgang rennen. Also zum Eingang.
Mario, komm mit! Ich mach den kaputt, die blöde Viecher, ich hau ihn drauf. Aber sie sind zu stark für mein Schwert. Hilfi, Hilfi. Boah, krass. Brauchst du jetzt noch Schleim oder nicht? Ich guck. Ich muss noch einen Schleim killen, ey. Ja, geh noch runter. 5-4 ist er doch schon. Wo? Geh noch 5. Ah, hallo. So, fertig. Tschüss. Hurra. Auf zur Null. Warte, ich hab den Zwerg noch nie gesehen. Ja. Er sieht ja gut aus. Et lupio, mi sind wie Metmut. Du, Säusus. Hier und dam, ut benu, Cosby und so Cosby? Weiter. Ja, bin Cosby. Haben die noch offen? Ich weiß nicht, ob die noch offen haben. Ich glaube, die haben schon zu. Nee, ich glaube nur bis 22 Uhr. Oder habe ich vielleicht noch Glück? Nein, verdammt! Das ist der Assi! Mann, oh. Ich gehe nach Hause. Ich bringe dir auch ein Schwert mit, okay? Scheiß. Hallo Mario. Guckst du hier, da bin ich Schwert gebaut. Ups. Kann ich nicht aufheben, ich bin voll. Ach, du bist voll? Jo. Ist natürlich wieder doof. Ich habe einen Hut aus Kupfer. Mal sehen, vielleicht finde ich ja noch irgendwo so einen kleinen Wurm oder wo. Aber irgendwie sieht es im Moment nicht gut aus nach Wurm. Das ist schön doof. Ein Flamingo, Alter, wie er da steht. Sieht aus wie ein Ende. Was? Ich habe nur eine Kohle dabei gehabt? Was ist das für ein Scheiß? Putz. So. 20 Kohle behalte ich in der Tasche. Luigi, wird es später. Haben wir schon alle Tüste gespendet? Nee, glaub nicht. Behalte ich den mal noch. Ja, behalte den mal. Ansonsten habe ich auch noch 2 Geoden. Gay oder? Ach, genau. Achso, warte mal. Ja, da kann ich mal einen Kupfer mitnehmen. So. Pack ich mal den Kupfer da rein. Ups. So, lieber Freund. Ja, was denn? Du hast gar keine Kiste bei dir im Haus. Doch. Hä? Ich sehe die nicht. Achso, da oben. Da packe ich dir jetzt ein Schwert rein, ein neues. Yay! Guck da, eiserner Langdolch. Oh, oh, wir sollten langsam ins Beet gehen. Oh ja. Auf einmal gucke ich trotzdem mal Wetterbericht. Nee, kann ich nicht. Doch. Wetterbericht sagt, willkommen. Morgen wunderschöner Tag, sonnig. König der Soßen. Kohlsalat. Oh, oh, oh. Ich habe jetzt auch noch mit. Ah, nee, jetzt war der Wetterbericht. Okay, warte. König der Soßen. Ja, Mann, habe ich Kohlsalat hab ich jetzt gelernt. Geil. Richtig nice. Die Zusammenfassung sagt, wir haben ganz schön viel Kohle heute gemacht. Vergleichsweise 850, Junge. Ist gut. Eins nice. Wer hat die Almut gemacht? Du, glaube ich, ne? Oder? Na? Na denn? Kannst du auch die Abmord machen? Na gut, Freunde, wir, das gewohnt seid, haben wir jetzt wieder 2 Tage geschafft. 14. Tag im Frühling, Jahr 1. Und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut bei Stardew Valley. Und ja, lasst doch einfach mal einen Daumen da oder da, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. Und ja, Lumpy, bis morgen. Jo, bis morgen. Haut's rein. Tschüssi.